Opferlamm. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Was zum Teufel? Hey, sachte! Also Mann, wie heißt du? Leon. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Du tust mir weh! Und ich hab genug ab. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später, dann habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja, Mann, deinetwegen gehe ich noch. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Shit, meine Ausrüstung. Und damit auch herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Wir sind wieder zurück. Ich glaube, das ist unser Kapitel 2. In der letzten Folge haben wir aufgehört. Das wird ultra spannend. Ey, irgendein Penner hat uns irgendwie überfallen. Ich weiß nicht genau, wer das war, um ehrlich zu sein. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber wir sind jetzt hier. Und endlich weiß ich auch den Namen von unserem Dude. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Blockbuster-Titel. Sagt, was ihr wollt. Dieses Game ist ein Blockbuster-Titel. Kapitel 2, Freunde. Das ist ein Blockbuster-Titel. Sagt, was ihr wollt. Geisteskrank. Zur Kirche gehen. Ich glaube, ich weiß, wo diese Kirche ist, Freunde. Ich glaube, ich weiß es. Ach geil, ich habe natürlich gar nichts, ey. Ich will meine alten Waffen wieder. Wo sind die? Meine Pistole, mein Messer. Ohne alles ist doof. Ehrlich. Keiner weiß, ob hier Gegner sind. Und doof ist es wirklich, weil... Oh, da ist ein Feind. Potenzieller Feind. Oh, bitte wach nicht auf. Oh, ist ein Küchenmesser. Danke. Ja, nehme ich doch gerne. Ja, ich hoffe, du brauchst nicht aufstehen, ne? Wenigstens etwas. Besser als gar nichts. Ehrlich. Resident Evil ist und bleibt wirklich ein geiles Spiel. Oh shit, hier sind glaube ich welche. Kann ich durch? Shit. Dich hole ich mir. Warte ab. Ein kleines Tutorial. Spielt keine Rolle. Hier, zack. Mein Küchenmesser. Richtig geil. Ich habe noch ein Küchenmesser. Geil. Zwei jetzt. Ich glaube, dieses Küchenmesser hat auch so eine gewisse Haltbarkeit. Ja, es hat eine Haltbarkeit. Jetzt verstehe ich es. Ich wusste das nicht. Anscheinend haben die Küchenmesser hier eine Haltbarkeit.
Auch mal was Neues. Aber hier sieht's echt... Ist das ein Verlies oder so, Digga? Ich glaube, das ist ein Verlies, ne? Kollege, Messerstecherei. Danke, das ist sehr nett von euch, aber... Lol, okay, jetzt habe ich 3 Küchenmesser. Geil. Aber... Wo ist meine Waffe zur Hölle? Oder wo war meine Waffe? Ey, nicht schon wieder. Ich wollte mich nicht verletzen. Ah, toll, die Tür ist abgesperrt. Toll. Kann ich hier durch? Oh, oh. Shit, 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 langsam. Hier muss ich mal gucken. Verlassene Fabrik, alles klar. Oh shit, der kommt mir jetzt entgegen. Nein. Nein, 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 nein. Messerstecherei, komm. Nein, nein, nein. Steh bloß nicht auf. Wieder ein Tor. Eine Tür über eine Tür. Also wirklich, wenn wir jetzt nicht unsere Waffen finden, dann weiß ich auch nicht. Hier, halten. Können wir auch noch drehen bei diesem Griff. Ah, jetzt geht die Tür auf. Jetzt verstehe ich's. Ah. Geht nicht auf. Was muss ich denn da holen? Vielleicht ist da mein Equipment, Leute. Wartet mal. Kann ich hier durch? Lol, okay, alle Türen sind zu. Also ich glaube ja fest, dass wir hier da durchgehen müssen. Komm, mache ich jetzt einfach mal. Ich glaube, da müssen wir durch und uns beeilen. Geht nicht anders. Nochmal. Da ist irgendwas, 100%. Ich glaube, damit von dort kann ich die Tür öffnen. Könnte gut möglich sein. Wir beeilen uns. Hier einmal rüber. Hier auch nochmal rüber. So. Ja, ich habe all meine Waffen. Sorry, aber das gehört mir. So, alles nehmen, komm. Toll. Hier kann ich die Tür öffnen? Yeah. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles. Nice. Yeah, richtig gut. Ich habe all meine Waffen wieder. Ultra geil. Ich hab... Boah, jetzt wird's geil, ehrlich. Ja, jetzt wird's realistisch wieder ein bisschen. Geil, ehrlich. Krass ist das geil. Unnormal, wirklich. Hier drüben, Fremder. Wer ist das? Ja, das frage ich mich auch, wer das sein könnte. Wer war das? Boah, wirklich geil. Das Remake ist unnormal geil. Sag, was ihr wollt. Ist das ein Händler? Lass uns mal zum Geschäft kommen. Wer ist er denn? Willkommen. Beim Händler. Beim Händler können Sie mit Peseten Waffen und Objekte erwerben oder sie gegen Peseten verkaufen. Aufträge des Händlers. Geil, es gibt sogar geil. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Okay, der hat wirklich geile Waffen. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ja, das glaube ich. Alter. Das ist, was ich derzeit habe. Koffererweiterung, Angriffskraft. Hier, benutze wichtige Objekte. Hier, Schlüssel. Schatzschlüssel. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ui, der hat ja krasse Waffen hier, oder? Tauschen, nee, ich tausche gar nichts. Oha, verbesserte Angriffskraft hier. Haltbarkeit, verbesserte Haltbarkeit. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Aber wo sehe ich denn hier die Haltbarkeit der Waffe? Seht ihr das irgendwo? Also ich sehe das jetzt gerade nicht. Haltbarkeit 1-0. Also glaube ich 100, ne? Ach so, ich verstehe. Ah. Hier, Pistole, Waffe, ganz klar.
Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate, Angriffskraft, ganz klar, nehme ich. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Ich werde das nochmal... Oh, ich habe so viel ausgegeben jetzt dafür, für die Pistole. Egal. Komm, das will ich auch noch skinnen. Verbessert die Munitionskapazität. Deine Waffen sind in guten Händen. Nachladegeschwindigkeit. Keine Sorge. Oh, Pumpe wäre auch geil, wenn ich das eigentlich so skill. Aber ich habe keine... Wie heißt das nochmal? Peseten oder wie das heißt? Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nee, gar nichts, danke. Stirb mir da draußen nicht weg. Guck mal, der hat ja Aufträge und so. Das ist ja voll geil. Digga, der ist einfach richtig cool. Wartet mal, das ist ein Thumbnail wahrscheinlich, oder? Wartet, ich muss mich ja hier so drehen. So. Das mache ich so zu einem Thumbnail irgendwie. Geisteskrank. Das wird ein Thumbnail, ganz klar. Glaube ich zumindest. So. Danke. Du bist ja richtig cool drauf. Hier können wir speichern und so. Was ist denn hier? Gewehrmunition. Nehme ich natürlich gerne mit. Der hat hier voll viele Aufträge und so. Händlertipp. Werde reich. Schnell. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert, okay? Ja, danke, das ist sehr nett, aber hier hat er, glaube ich, einen Auftrag, hier. Kümmere sich bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich herumschwimmen und ich will es ehrlich gesagt nicht rausfinden. Alle Ratten beseitigen, Fortschritt 0 von 3. Als Belohnung kriegen wir 3x Spinell. Ich weiß gar nicht, was Spinell ist, ehrlich gesagt, aber das ist die Fabrik, oder? Wartet mal. Die Fabrik ist hier. Da müssen wir uns hier darum kümmern. Können wir eigentlich auch machen. Aber, ja. Na, ich will mich jetzt nicht um Ratten kümmern im Spiel, wenn ich ehrlich sein soll. Muss nicht sein. Es gibt andere Dinge, die man machen kann. Was ist hier? Ach, cool. Ein Tor oder so. Digga, das ist so geil. Dieses Spiel ist wie Open World oder so, ne? Also hier, wenn ihr mal schaut, hier, achtet mal. Digga, das ist... Guckt euch das mal an. Da, Dorfplatz und Co. Hier waren wir anfangs. Ich will gar nicht wissen, wie groß die Map ist. Richtig geil, dieses Spiel, ehrlich. So ein geiles Spiel. Alter, ist das ein geiles Spiel, wirklich. Wartet mal kurz. Ich will mal hier kurz was gucken. Hier drehen wir mal kurz. Ich soll ja die Ratten irgendwie beseitigen. Ich will mal echt gucken hier, ganz ehrlich. Was für Ratten meint er hier? Hier. Muss ich die töten? Eins. Eine Ratte habe ich. Hier ist noch eine. Digga. Lol, die ist ganz schön schnell, ne? Digga. Oh, Alter, bist du schwer? Ich kann ja gar nicht treffen. Zwei. Und einer ist bestimmt hier noch irgendwo. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Hier irgendwo muss auch. Also hier kann ich mir nicht anders vorstellen. Hier muss bestimmt auch eine Ratte sein. Boah, ist schon heftig. Dieses Game ist unnormal geil. Das Game ist sowas von krass geil gemacht. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So, der Typ ist hier gestorben. Ratte, Ratte, Ratte. Nö. Wieder raus. Hier ist keine Ratte, oder? Ich sehe hier nichts. Also ich sehe hier auf gar keinen Fall etwas. Oder? Na, ich sehe auf gar keinen Fall eine Ratte hier. Hier vielleicht? Ich schwöre, ich bin in dieses Game verliebt. Irgendwie, muss ich sagen. Ich bin in dieses Game wirklich verliebt, ohne Scheiß. Im Moment auf dem Spielemarkt gibt es nicht so viele Games, die mich so... Was ist denn hier drin? Oh, Pistolenmunition.
Also irgendwo ist hier noch eine Ratte anscheinend, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht hier irgendwo. Versteckt. Das ist zwar wieder so klar, ne? Da! Digga! Oh mein Gott, ist das schwer. Komm hier, Dönermann hier. Komm! Oh, ist das schwer. Komm schon! Digga, ich hatte dich doch gerade. Jawohl. Yes. Oh, wir haben es geschafft. Lästige Fabrikbewohner. Das war die Aufgabe. Richtig cool. So, jetzt mal raus. Ich glaube, wir können jetzt was machen. Ah, ich sehe, du hast dich. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Wofür kann ich dich begeistern? So, danke. Also, Spinell, aber was kann ich mit Spinell machen? Hier, guck mal, ich kann hier so viel skillen. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Safe, auf jeden Fall. Ich würd gern hier das Messer irgendwie skillen, weil guck mal hier. Verbessert die Angriffskraft, das könnte nicht so sinnvoll sein. Na, angenehme Reise. Dankeschön. So, wartet mal kurz. Hier können wir auch ganz kurz speichern. Des einen Spiel speichern, natürlich müssen wir speichern, auf jeden Fall. Das ist so geil. Der Typ ist auch richtig cool drauf. Also ich weiß zwar nicht, wer das ist genau, aber... Wo bin ich? Ja, das will ich mich auch fragen hier. Wir müssen hier einen Weg... Wow. Interessant, dass du hier so... direkt hier in der Nähe bist, du Ekliger. Lol. Die sind ja sofort hier in der Nähe, Mann. Das ist ja super bedroht hier. Also safe ist das hier auf gar keinen Fall. Safe ist das safe nicht. Safe ist das nicht safe. 100% nicht. Krass, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich beende dir hier die Episode. Ich würde mal gerne wissen, was da noch hier so alles ist. Also, geile Fabrik. Also auf jeden Fall. Und jetzt sind wir wenigstens relativ gut ausgerüstet. Ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, tatsächlich, ob wir es packen oder nicht. Aber ich bin relativ happy. Ja. Haut rein, ciao, 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 euer Melek. Abo und Like nicht vergessen und ich bin gespannt, wie es weitergeht.